Und da wären wir vielleicht zum finalen Kampf. Natürlich wird es der finale Kampf sein. Wir sind hier im Mana-Baum. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ja, Excalibur ist ausgerüstet. Unsere Kraft ist ja ganz in Ordnung, denke ich mir. Wird schon schief gehen. Hi Julius. Und Inch. Ja, du bist spät dran, nein. Ich habe bereits die gewaltige Macht des Mana. Die Zeit ist reif für das Königreich Neuwende. Nun, da ich die gewaltige Macht habe, brauche ich dich nicht länger, nein. Boss Time. Wir haben keinen drei Julius hier, es ist nur ein Original und zwei Klone, die auch ganz gerne mal hier durch die Gegend teleportieren. Halten selbst nicht unbedingt viel aus. Das sieht man hier. Ja, drei Hits, ne? Oder so. Ja, 3 bis 4. Ja, dank dem Aegis-Schild können wir super blocken, was der da uns zuwirft. Sieht aus wie Bombenzauber, der uns eigentlich unbedingt den Schaden macht, den er machen sollte. Und da ist er tot. Wir haben die Welt gerettet. Oder auch nicht. Wir kämpfen jetzt gegen die wahre Kraft und Macht von Mana. Ich habe keine Ahnung, was genau das darstellen soll für ein Ding, aber es sieht brutal aus. Einfachste Lösung: immer schön seinen Blitzattacken ausweichen und mit aufgeladenem Schwert auf ihn zu stürmen. Das geht natürlich am besten, wenn er hier oben entlang geht, da ihn da vielleicht auch zwei, dreimal treffen können statt einmal. Ich bevorzuge aber die Variante, von unten nach oben zu gehen. Damit kann man ihn sehr schön behaken und zack, wieder einmal durch die Brust gestochen. Den Blitze können wir auch dann jedes Schild abwehren. Ist ganz hilfreich, das Ding zu haben. Sieht ihr ja. Und zack. Er sollte eigentlich nicht mehr viel Power haben. Habe ich eigentlich noch das Kraftschwert? Nö. Das habe ich weggeschmissen oder verkauft. Wahrscheinlich verkauft. Naja. Er hält nicht mehr allzu lange aus. Bäm. Ha. Ich hätte mich jetzt doch mal heilen sollen. Naja. Er ist tot. Ja, bist du in Ordnung, Inch? Ich habe Julius besiegt. Es ist alles vorbei. Nein, das ist es nicht. Nein. Er lebt ja immer noch. Wer hätte es gedacht? Ja, du kommst ja niemals lebend wieder raus. Und jetzt bekommen wir die geilste Musik überhaupt in diesem Spiel. Ein Boss-Theme, was einzig und allein für Julius ist, für diese Form. Und das ist saugeil. Solange er hier, ich weiß nicht, ein Dämon oder so ist das jetzt, ne? Hat ein bestimmtes Muster, an dem sich fortbewegt, das ist immer dasselbe, bei jedem Spielgang. Und schaut, dass ihr die Schüsse, die er abgibt, auch blockt. Dadurch hier leise kann auch etwas tun und heilen. Ich glaube, es kommt ja nach unten links. Ja, in etwa unten links. Und wollen wir das so schön draufhauen. Wenn man weiß, wann er wo auftaucht, ist der Kampf echt einfach. Natürlich, aber weiß es beim ersten Durchgang keiner. Also man hat es vorher irgendwo gesehen. Jetzt da oben, jawohl. Ich glaube, es kommt wieder rechts unten. Ja. Es kann sein, dass ich jetzt falsch liege, aber es müssten etwa 12 bis 13 Punkte sein, wo er auftaucht. Und dann wird es wiederholt. Jedenfalls hatte ich mir viel gegen uns auszusetzen.
Ah, schon tot. Das ging schnell. Dabei hatte ich gar nicht mal so viel Kraft. Und der Mana-Baum ist verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Tja, Inch, was nur? Ah. Mutter? Nun, da der Mana-Baum verschwunden ist, oder verloren, in dem Fall, brauchen wir einen neuen Samen des Mana-Baumes. Neuer Baum? Erinnere dich, was ich dir gesagt habe. Dies sind die Früchte des Mana-Baumes. Ja, wir werden zum Spross Gemma genannt und dann zum Baum. Es ist so klar, was unsere Freundin jetzt machen muss. Und die Gemma-Ritter kämpfen, um uns zu beschützen. Ich wurde zum Baum als... Nee. Ja, die Mutter war der Spross, als der Baum letztes Mal verloren ging. Ja, und der Baum, das war sie. Ja, Mensch. Und du bist das erste Mitglied der meiner Familie. Und Marco zu schützen, müssen wir hier bleiben und selbst zum Baum werden. Ja, ja. Niemand kann über Leben entscheiden, außer dir selbst. Also, Inch, was willst du machen? Nach Hause? Oder zum Baum werden? Ich werde es tun, Mutter. Ich werde der neue Mana-Baum sein. Und diese schöne Musik wieder. Aber wenn ich die Letzte bin und ich falle, dann... Ja, das wird das Ende des Friedens sein. Liebe wohl, nein. Bitte geh. Ich muss hier bleiben. Keine Sorge. Ich bin hier. Nee, also sagt sie noch ja. Na, solange mich vor Bösen beschützt, werde ich hier sein. Nein, bitte schütze meine Tochter. Du bist der einzige Gemma-Ritter für diesen Baum. Ja, Boga kann sich ja nicht mehr bewegen. Ich werde bald verwelken. Oder verblühen. Ja, ich glaube, verblühen heißt im Deutschen. Ja, verblühen geht. Sage meinen Rittern, dass ich Lebewohl gesagt habe und ihnen für alles danke. Leb wohl. Lebewohl. Mensch, lebewohl. So ein trauriger Abschied. Lebe wohl, Inch. Gemma, Wächter des friedlichen Landes. Jetzt müssen wir schon darauf achten, dass der Baum erhalten bleibt. Was natürlich auch passiert, denn es gibt kein Sequel zu Mystic Quest. Und kein direktes. Was man als Sequel bezeichnen könnte, wäre Secret of Mana für Super Nintendo. Ah, Borat ist wieder fit. Und ja, wir sind bereits in den Credits. Aber ihr hat sich irgendwie verändert, ne? Dort rot halt vom Haus so ein bisschen weniger grün. Mehr Stein, ne? Hm.
das Pad kann man schon mal weglegen. Das braucht man nicht mehr. Ich danke euch auf jeden Fall diese Stelle fürs Zusehen, Mitfiebern, bei einem sehr grandiosen Abenteuer für den klassischen Gameboy, welches für mich sogar zugegebenermaßen besser ist als Link's Awakening. Und ja, ihr könnt mich dafür steinigen, aber ich mag Mystic Quest einfach mehr. Das habe ich mit meiner Kindheit sehr lange begleitet und ja, ist mir einfach ans Herz gewachsen, kann man sagen. Und wenn ihr es mal günstig findet, sagen wir so für 5 bis 10 Euro, und sei es nur das Modul, ist es dein Geld wert. Schlag zu. Da ja jetzt auch hiermit das erste Projekt von Retro 2016 zu Ende geht, ich habe mir überlegt, soll ich euch sagen, was danach kommt oder nicht? Ich weiß es noch nicht genau, also ein paar Sachen werden nebenbei so parallel aufgenommen. Ich will täglich ein Video raushauen in diesem Jahr. Alles über Retro, 8-Bit also, ne? Dazu gehört ja Gameboy, NES und noch andere Sachen, die vielleicht auch auftauchen, ne? Wie der Gameboy Color. Im nächsten Video, was dann morgen kommen wird, steuern wir Puppen durch die Welt ihrer Träume. Ende.